Liebes Tagebuch, hier schreibt wieder Ethan Nase. Du hast mich vielleicht fast vergessen, aber ich dich nicht. Die letzten Tage habe ich mich ein bisschen zurückgehalten und... Nun, es ist einiges auf der Insel passiert. Kommen wir zum allerersten Punkt. Mein Feld ist nicht mehr hier. Liebes Tagebuch, mein Feld wurde umverlegt. Wo es ist, zeige ich dir nachher noch. Du fragst dich sicherlich, wieso ein bärtiger, wunderschöner Mann wie ich, der dennoch ein bisschen faul ist, in der Lage ist, die Insel umzuformen, indem er nur rumliegt und im Schatten wartet. Nun, liebes Tagebuch, ich war nicht allein. Dieses Bett beweist es. Tours hat darin geschlafen. Ganz genau, Tours war auf meiner Insel und hat hier alles umgebaut. Diese Ecke war zum Beispiel vorher ein Durchgang. Jetzt kommt man hier nicht mehr weiter. Man kann höchstens hier durchgucken und was sieht man dort? Einen neuen Lagerraum. Du fragst dich jetzt natürlich, wo ist denn die Verzauberecke? Die hat den Platz mit dem Lagerraum getauscht und nun? Können wir hier unsere Sachen verzaubern? Toll, oder? Toll. Wo wir schon mal hier sind, liebes Tagebuch, mein Feld ist jetzt genau hier. Unter dem Fischersteg. Der übrigens immer noch genauso aussieht. Hier hat sich gar nichts getan. Widmen wir uns doch nun den anderen Räumlichkeiten, liebes Tagebuch. Die erste Neuerung, die wirklich auffallen würde, ist... Hier fehlt eine Tür. Du wunderst dich zurecht, liebes Tagebuch. Der Raum hinter mir sieht jetzt auch ganz anders aus. Eine Sache, die ich hervorheben möchte, ist, dass ich jetzt Fußmatten habe. Oder Teppiche. Liebes Tagebuch, aus dieser Perspektive dürftest du einiges wiedererkennen. Doch wenn ich meinen Blick jetzt nach links schweifen lasse, ist alles neu. Der gestohlene Block hat einen neuen sicheren Platz gefunden. Genau wie Goofa. Der sitzt jetzt auf dem Kessel und kühlt sich den Hintern. Des Weiteren habe ich jetzt eine hauseigene Schmiede. Sie ist sehr eindrucksvoll und wirklich effizient. Das hier sind die Hinterlassenschaften von Tours. Ich weiß nicht, ob das noch wegkommt. Liebes Tagebuch, zum ersten Mal in der Geschichte meiner Insel ist es möglich, Gäste zu empfangen, denn ich habe jetzt Esstische und einen schönen Boden. Die geheime Truhe ist immer noch da. Unverändert. Weiter hinten im Raum finden wir meine neue Schlafecke. Sie ist wirklich sehr, sehr kuschelig und wieder mal versehen mit rotem Teppich. Nun, das war der Lagerraum, die Verzauberecke und mein Wohnbereich. Was gibt es noch zu erzählen? Liebes Tagebuch, ich weiß gar nicht, ob du diesen Tunnel schon kennst, an dessen Ende Pluter sitzt. Oder der Hund ohne Namen, ich weiß es nicht mehr. Wenn wir diesem Tunnel also folgen, kommen wir zum nächsten Prunkstück meiner Insel. Halt dich gut fest, liebes Tagebuch. Die neue Anlegestelle. Sie ist wirklich umwerfend. Ich habe sogar einen hauseigenen Kran, mit dem ich Heuballen verladen kann. Was es mit diesen Bäumen auf sich hat, kann ich dir nicht wirklich sagen, liebes Tagebuch. Da hat Tours das Schwimmtrainingsbecken wohl einfach umfunktioniert. Abschließend kann ich dir nur von dieser Einhüllung hier berichten. Was es damit auf sich hat oder was ich damit vorhabe, ist noch unklar. What? Come on! Come on! Hey! Was das gerade war, liebes Tagebuch, kann ich dir nicht erklären. Auf einmal war alles dunkel. Fortführend kann ich dir nur versprechen, dass ich in nächster Zeit wieder etwas mehr schreiben werde, liebes Tagebuch. Ich habe das Gefühl, es braut sich was zusammen. Wenn auch du wissen möchtest, was sich hier zusammenbraut, dann bleib doch dran und schalte zur nächsten Episode wieder ein, die hoffentlich nicht allzu lange auf sich warten lässt. Sorry nochmal. Und des Weiteren, schau in meinen Streams vorbei oder die von Tours, denn sie baut meine Insel hier fertig. Und bis dahin wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ich muss mich beeilen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi! So schnell musste ich jetzt doch nicht sein.